Nachdenkseiten. Die kritische Website. Musk interviewt Trump und die EU droht mit Zensur. Ein Kommentar von Tobias Riegel. EU-Kommissar Thierry Breton hat im Vorfeld eines Trump-Interviews das Gespräch in fragwürdiger Weise eingeordnet und mögliche Konsequenzen für den Kurznachrichtendienst X angedeutet. Das ist ein Fall der Einmischung in den US-Wahlkampf und in die Meinungsbildung der EU-Bürger und darum ein starkes Stück. Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seit 2023 wieder eine Präsenz auf dem Kurznachrichtendienst X. Trump war vom damals noch Twitter genannten Unternehmen 2021 verbannt worden. Die Nachdenkseiten hatten in einem verlinkten Artikel darüber berichtet. Nun hat der Ex-Eigentümer Elon Musk ein Interview mit Trump geführt. Es ist unter einem in den Artikel eingefügten Link anzuhören. Im Vorfeld des Interviews gab es eine fragwürdige Warnung der EU an Musk. Ein offener Brief von EU-Kommissar Thierry Breton wird dazu weiter unten wiedergegeben. Die Berliner Zeitung hat in einem verlinkten Artikel die Passagen des Interviews zum Thema Ukraine-Krieg im Wortlaut übersetzt. Inhaltlich soll das Trump-Interview in diesem Artikel nicht bewertet und analysiert werden. Ich überlasse es den Lesern, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und ich verlange von der offiziellen EU, dass sie genau solche Meinungsbildungsprozesse nicht behindert. Im Vorfeld eines solchen Interviews im Rahmen des US-Wahlkampfes sollte auf eine fragwürdige Einordnung von Seiten der offiziellen EU verzichtet werden und ebenso auf Drohungen gegen das Medium, das das Gespräch verbreitet. EU – Einmischung und Zensurdrohung. Die Frage ist relevant, weil der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, Thierry Breton, im Vorfeld des Interviews einen offenen Brief an Elon Musk verfasst hat. Darin heißt es etwa, Breton würde diesen Brief anlässlich der Krawalle in England, aber eben auch explizit wegen des oben erwähnten Trump-Interviews schreiben. Breton möchte Musk in diesem Zusammenhang an die Verpflichtungen erinnern, die aus dem meiner Meinung nach sehr kritikwürdigen Digital Services Act DSA der EU und für die Plattform X erwachsen würde. Breton schrieb außerdem laut Medien: Da die betreffenden Inhalte für EU-Nutzer zugänglich sind und auch in unseren Zuständigkeitsbereich verbreitet werden, können wir mögliche Auswirkungen in der EU nicht ausschließen. Breton fügte hinzu, dass jede negative Auswirkung illegaler Inhalte die EU dazu veranlassen könnte, weitere Maßnahmen gegen X zu ergreifen, indem sie unser gesamtes Instrumentarium einsetzt, einschließlich der Verabschiedung einstweiliger Maßnahmen, falls dies zum Schutz der EU-Bürger vor Schaden gerechtfertigt ist. Die EU-Kommission hatte bereits im Dezember ein Verfahren gegen X eröffnet, wegen der Verbreitung illegaler Inhalte. Dabei geht es um Hassrede, Hetze und Falschinformationen, wie Medien berichtet hatten. Auch die EU hat meiner Meinung nach das Recht, sich gegen Einmischungen aus dem Ausland, etwa über Social-Media-Kampagnen, zu wehren, wenn diese Einmischung real und schädlich ist. Nicht nur bezüglich des Breton-Briefes ist aber eine zentrale Frage, welche Inhalte denn als illegal oder schädlich zu gelten haben und wer diesen Status festlegt. Außerdem fallen im Zusammenhang mit dem DSA immer wieder an George Orwell erinnernde Formeln, nach denen die Zensurvorstöße der EU indirekt eigentlich einen Schutz von Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit bedeuten würden. Ich finde den offenen Brief von Breton ein starkes Stück. Zum einen empfinde ich es als unredliche Parteinahme im US-Wahlkampf von Seiten der EU, ein Interview mit einem der Bewerber bereits im Vorfeld unter Generalverdacht zu stellen. Zum anderen ist die unverhohlene Drohung mit Sanktionen, sollte sich X nicht künftig im Sinne der EU-Zensoren wohlverhalten, ein massiver Anschlag auf die Meinungsfreiheit und auf die Möglichkeiten der EU-Bürger, sich selber Informationen zu suchen und diese auch selbstständig zu bewerten. Der Spiegel berichtet aktuell mit Berufung auf Bretons Brief, X solle die Effizienz der Systeme zur Einhaltung des DSA, Digital Services Act, sicherstellen und über Maßnahmen an sein Team berichten. Tech-Milliardär Musk hatte den Kurznachrichtendienst Twitter im Oktober 2022 für rund 44 Milliarden Dollar gekauft und später in X umbenannt. Er hatte den Kurs von Twitter bei der Umsetzung von Regeln gegen Hassrede und Gewaltaufrufe als zu restriktiv kritisiert. Musk antwortet mit voller Härte. Den Brief von Thierry Breton kann man hier auf Englisch im Wortlaut nachlesen. Eingefügt in den Artikel. Hintergründe zur Person Thierry Breton hatte Martin Sonneborn bereits vor einiger Zeit in diesem Video vermittelt.
Liebe Nichtmillionäre draußen an den Geräten. Auch wenn man heutzutage vorsichtig formulieren sollte, um nicht die Gefühle irgendeiner gesellschaftlichen Minderheit zu verletzen, möchte ich hier einmal deutlich sagen, ich halte Millionäre grundsätzlich für ungeeignet, öffentliche Ämter auszuüben. Ursula von der Leyen sieht das anders. Nach der kroatischen Kommissarin Dubravka S. mit einem Vermögen im einstelligen Millionenbereich, dessen Herkunft sie mir in der Anhörung nicht erklären konnte, Link in den Kommentaren, und dem durchgeknallten spanischen Rentnertyp Sepp Borrell, zweistelliges Millionenvermögen, kommt jetzt Tätere mit dem Franzosen Thierry Breton, der dreistellige Millionenbereich. Der Mann sprüht sich morgens nicht nur 200 Kilogramm Polyester ins Haar, er ist auch nach vorsichtiger Schätzung 200 Millionen Euro schwer. Bretons nächstes Hobby wird die Nachlassverwaltung des viertgrößten Privatvermögens der Welt. Es gehört Bernard Arnault, Mehrheitseigner des Luxusgüterkonzerns LVMH, Louis Vuitton, Moët, Hennessy etc. und ist praktischerweise hier in Belgien geparkt. Beruflich pendelt er zwischen CEO-Stellen und politischen Posten, mit allen Vorteilen, die das für beide Seiten mit sich bringt. Manager, Regionalratsmitglied, Manager, Regierungsberater, Manager, Wirtschafts- und Finanzminister, Manager, EU-Kommissar. Lassen wir der Übersichtlichkeit halber die Vorwürfe beiseite, mit denen Breton in seinen verschiedenen Funktionen konfrontiert war. Sie reichen von Vetternwirtschaft über illegale Preisabsprachen und illegale Vorteilsnahmen bis hin zu schweren Verletzungen der Treue- und Sorgfaltspflichten im Aufsichtsrat. Erfahrung hat der Flotte mit 60er zweifellos, leider hauptsächlich darin, die Interessen einiger weniger zulasten aller anderen durchzusetzen. Als Wirtschaftsboss fiel Breton durch gnadenlose Profitmaximierung, kreative Steuervermeidung und serielle Massenentlassungen auf. Maßnahmen also, die eher nicht danach aussehen, als hätten die Interessen der Bevölkerungsmehrheit ihn je auch nur für eine Sekunde gejuckt. Als Wirtschaftsminister fiel er durch forcierte Privatisierung von Staatsbetrieben auf, weit unter Wert versteht sich, bedingungslose Befürwortung von Unternehmensfusionen und ultraliberalen Extremismus. Verkörpert in der idiotischen Idee, staatliche Monopole zu zerschlagen, um sie durch privatwirtschaftliche zu ersetzen. Daneben hat der Austeritätsjunkie nicht nur großzügige Steuerentlastungen für Spitzenverdiener durchgesetzt, sondern auch einen systematischen Rückbau des Sozialwesens betrieben. Maßnahmen also, die eher nicht danach aussehen, als hätten die Interessen der Bevölkerungsmehrheit ihn je auch nur einen Scheiß, ach Sie wissen schon. In der Geschichte des Kapitalismus hat der Franzmann bereits Spuren hinterlassen, und zwar als Schöpfer eines relativ kaputten Konzepts. Im Zuge der Privatisierung des Telekommunikationsriesen France Telecom prägte er den berüchtigten Plan Next. Grundgedanke war dabei, Kostenreduktion durch drastischen Stellenabbau. Flankiert von einer so drastischen psychologischen Kriegsführung gegen die eigenen Mitarbeiter, dass eine bis dahin beispiellose Suizidwelle einsetzte. Es gab 74 Selbstmorde in 4 Jahren. Das sind mehr als in meinem Büro. Sein Nachfolger Lombard, der derzeit vor Gericht steht, Urteil am 20.12., erklärte in einer Audioaufnahme von 2006, ich werde für 22.000 Abgänge sorgen, durchs Fenster oder durch die Tür. Wirtschaftswissenschaftler haben dieser unternehmerischen Kunstfertigkeit den Ehrennamen toxischer Kapitalismus verliehen. Lassen wir, weil ich jetzt wieder in die MEP-Bar will, die aktuell gegenüber Bretons Unternehmen Athos erhobenen Vorwürfe beiseite, sensible Informationen aus EU-Datenbanken missbraucht zu haben. Die Hinweise verdichten sich, dass Athos den britischen Behörden dabei behilflich war, Daten aus dem Schengener Informationssystem zu kopieren und in von Athos betriebenen Datenzentren zu speichern. Ein kleiner Skandal, der die EU-Kommission allerdings nur insoweit beschäftigt, als sie ihn lautlos unter ihren hässlichen Polyesterteppich kehrt. In seiner Anhörung letzte Woche hat Breton geschworen, er werde sich als Kommissar von allem fernhalten, was mit seinem ehemaligen Unternehmen zu tun hat. Wenn er das wahrmacht, wird der Mann nur 2 Tage in der Woche arbeiten müssen, nämlich Samstag und Sonntag. Dann tut er noch weniger als ich. Zwinkersmiley. Es gibt in seinem aufgeblähten Ressort Binnenmarkt, Verteidigung, Weltraum, Digitalisierung nämlich nichts, das nichts mit seinem Unternehmen zu tun hätte. Nahezu alle Bereiche, in denen das von ihm über 10 Jahre geführte Unternehmen marktführend oder monopolistisch tätig war, wird Breton als EU-Kommissar nun selbst regulieren. Die Vergabe von EU-Fördergeldern und Großaufträgen eingeschlossen.
Interessenskonflikte vermochte der Rechtsausschuss des EU-Parlaments darin nicht zu erkennen. Vielleicht könnte Breton den Pfeifen von CDU und SPD einmal die Funktionsgesetze des Marktes stecken und ihnen erklären, was es bedeutet, wenn eine Unternehmensaktie am Tag seiner Nominierung ihre monatelange Talfahrt beendet, den Jahrestiefstand verlässt und sich auf einen eindrucksvollen Höhenflug begibt. Ursula von der Leyen sagt in ihrem Mission Letter an die designierten Kommissare, dass sie auf den höchsten Grad an Transparenz und Ethos des gesamten Kollegs bestehen werde. Es dürfe keinen Raum für Zweifel an unserem Verhalten oder unserer Integrität geben. Ich sage, Europa nicht den Laien und Millionären überlassen. Vielen Dank. Elon Musk hat inzwischen mit einem aggressiven Tweet auf Breton geantwortet. So sehr ich die Position von Breton kritisiere, so sehr finde ich eine solche Debattenkultur, wie sie auch hier von Musk genutzt wird, stilistisch unmöglich. To be honest, I really wanted to respond with this Tropic Thunder meme, but I would never do something so rude and irresponsible. Take a big step back and literally fuck your own face. Zitat Ende. Mit Hasssprache gegen Hasssprache? Der bereits oben verlinkte Spiegelartikel zitiert auch Ex-Chefin Linda Yaccarino. Sie sprach bezüglich des EU-Briefes von einem beispiellosen Versuch, ein für Europa gedachtes Gesetz auf politische Aktivitäten in den USA auszuweiten. Außerdem sei es eine Bevormundung europäischer Bürger, die eigene Schlüsse aus einer Unterhaltung ziehen könnten. Bei aller Kritik an den EU-Tendenzen gegen die Meinungsfreiheit muss aber auch festgestellt werden, hier wird keine Robin Hood-Situation beschrieben. Bei der Trump-Musk-Verbindung stützt ein Milliardär einen anderen Milliardär. Interessant finde ich auch diese Ebene der Heuchelei in vielen deutschen Medien. Wenn es gegen Trump geht, dann genehmigen sich weite Teile der deutschen Medienlandschaft Ausnahmen von Regeln des Anstandes sowie massive doppelte Standards. Da scheint dann manchmal das Motto zu lauten, mit Hasssprache gegen Hasssprache, etwa wenn der Fokus in der Überschrift über das Interview schreibt, Trump dreht völlig frei, doch der schleimende Tesla-Mann schießt den Vogel ab. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.